Aloha und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt, beziehungsweise zu mehreren kleinen neuen Projekten. Ja, ich hatte vor einiger Zeit mal angekündigt, dass ich Mini-Let's Plays machen möchte. Das aufgrund dieses kleinen, netten, jungen Menschen, der in meinem Namen irgendwelche Steam-Keys angefragt hat. Also das ging über Steam-Keys, Uplay-Keys, Origin-Keys, alles mögliche, Großentwickler, kleine Entwickler, alles dabei. Und eines dieser Spiele ist unter anderem Gnomoria gewesen. Jawohl, und ich weiß nicht, was das für ein Game ist. Ich habe die ganzen Games einfach in eine Steam-Kategorie gepackt und habe alles runtergeladen. Und ich habe mich mit den Games null beschäftigt. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal gemeinsam herausfinden, um was es hier geht. Kingdom Size, Kingdom Name, The Saw Kingdom. Wir nennen das Ganze Kingdom of Penis. So, Kingdom Size, Standard, oh. Difficulty, easy bitte. Advanced Setup, was gibt's denn hier noch? Standard, Kingdom Seed, Center, Mood, Flute, Difficult Easy, Metal Depth Normal, Metal Amount Normal. Ach, hab Scheiß drauf, ey. Hau mal rein da. Wie gesagt, keine Ahnung, was das für ein Game ist. Ich hab's noch nie gespielt. Ich weiß nicht, was da passiert. Aber wir warten aber mal ab. Die Musik ist schon ziemlich vielversprechend. Es wirkt für mich im ersten Moment so ein bisschen wie so ein... Ja, weiß ich nicht, so ein... Keine Ahnung, Strategiespiel vielleicht? Age of Empires? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit Gnomen hat es auf jeden Fall zu tun. Das Spiel sagt ja schon im Namen. Gnomoria. Jetzt ist die Musik plötzlich aus. Oh, jetzt geht's auch von vorne wieder los. Boah, erinnert mich so ein bisschen an Mario, ne? An die ganzen alten Mario-Games. Auf dem Game Boy, auf dem originalen Game Boy. Das ist doch aber ein ganz bekanntes Lied, was da gerade läuft, oder? Bling! Oder vertue ich mich da gerade? Aber das hört sich so an, als würde ich das irgendwo herkennen. Ja, in meinem wahren Leben bin ich eigentlich Gnomoria Pro Gamer. Das wissen ja die wenigsten Leute. Aber ich habe in dem Game echt schon harte Sessions gerockt. Nee, also 90% der Games, die wir hier zocken in dieser Mini-Let's Play-Serie. Es werden übrigens nicht nur Spiele gespielt, die von diesem netten Herrn angefragt wurden. Ich spiele da alles querbeet durch einfach mal. Auch keine Zeitvorgaben, wenn ein Video nochmal 5 Minuten oder so geht, weil das Spiel nicht mehr hergibt. Nein, dann ist es halt so. Aber ich habe so viel in meiner Steam-Bibliothek, was wir noch zocken müssen oder was ich gerne zocken würde. Und da eignet sich diese Kategorie doch super. So, Settling Liquids, jetzt hau mal rein da. Ich erwarte jetzt gleich aber ultra krasse HD-Grafik, ne? Oh, da geht's los. Okay, was muss ich machen? Birch Tree. Huch. Okay, was muss ich jetzt machen? Terrain, Mine? Stocks Kingdom, General Overview. Ich kann die... Albert Miner. Move to. So, Albert. Heath. Albert is good health. Equipped Copper Pickaxe. Ach, man kann hier minern. Okay, Mine Stairs Up. Da kann man Sachen hinbauen, alles klar. Jetzt wird gespeichert. Man. Stocks popular what? Saving, okay. Huch! Stopp! Ist das so ein bisschen wie Warcraft oder was? Ich versteh's nicht. Verwirrt man. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Dirt Floor. Ich dachte, ich wollte eigentlich den Macker hier anklicken. Ah, hier. Runcher. Follow. Okay. Kann ich dir irgendwas minern lassen? Hier, miner mal den Baum weg. Mach mal hin da. Hä? Was machen die denn? Die machen ja gar nichts. Das ist ja voll behindert, Alter. Was machen die denn? Die machen ja gar nichts. Build, Workshop. Ah, okay, warte mal. Stone? Stonecutter.
Any Workbench, Stonecutter Build. Ah, okay, hier kann man Sachen bauen, alles klar. Das Spiel hat ein bisschen gewöhnungsbedürftiges Steuerung. Woodcutter. So, ich glaube, ihn brauchen wir, um Holz wegzuhacken. Kann das sein? Mine Wall. Mine Ramp Up. So, hier, der kann doch bestimmt das wunderschöne Bäumchen mal weghackern, oder? Hä? Terrain, Mine, Wall, Stairs Up, Ramp, Dick, Hälfte. Fill Hole. Architecture. Build. Remove Wall. Remove Floor and Section Below. Ja, mach mal. Da kann man jetzt drücken. Ich möchte aber gerne, dass er den Baum da wegmacht. Hä? Warte mal, Farm. Ach, Farm vielleicht. Nee, ist auch Bullshit. Terrain, Mine, Stairs Up, Ramp Up. Remove Ramp, Remove Wall, Remove Floor, Fill Hole. Build, Workshop, Furniture, Storage, Crate, Terrain. Terrain. Stairs up, stairs down. Ich hab keine Ahnung, ich versuche jetzt einfach mal irgendwas zu bauen. Warte mal, Workshop. Stone, Stone Cutter, Food Drink. Butcher Shop. Eine Kitchen kann ich bauen, Alter. Oder? Können wir eine Kitchen hinbauen? Jungs, baut doch mal eine Kitchen hin, ey. Was ich mich halt frage, machen die jetzt von alleine irgendwas oder muss ich irgendwas drücken? Ich lasse es einfach mal schnell vorspulen. Military Events, Combat, Military, Population. Wie gesagt, ich habe halt den Sinn noch nicht so wirklich verstanden. Ja, schöne Landschaft hier. Das ist halt alles so ein bisschen Task, Build, Kitchen. So, wir brauchen einen Tisch, einen Stuhl und ein Messer. So, hier ist die Küche. Wie kann ich jetzt... Oh, Cotton Strawberry Seed. Geil. Was ich nicht so ganz raffe, ist, wie kann ich... Dirt Wall. Wie kann ich einen anklicken und mit dem dann auch irgendwas tun? Das verstehe ich nicht. Woodcutter. So. Der hat diese wunderschöne Copper-Axt. Das ist ja schön. Ah, da steht's doch. Warte. Pine Tree. Macht er das jetzt auch? Ah, sehr geil. Der hat den Baum gar nicht gekillt. Ach, Pine Tree ist ja auch Pinion Tree. Ja, ja, ist okay. Stocks. Stockpiles, Goods, Items, Tracked. What? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Pine Tree, Birch Tree. Help. Overview. World. Numoria takes place in a randomly generated 3D world with many resources to discover and harvest. The world is split into a 3D grid of cells and is fully deformable. Each cell can be harvested for its resource and used to be rebuilt elsewhere or crafted into new items. An sich ziemlich cool. Game is played by indirectly controlling your gnomes by creating jobs for them. Designated areas of the world as specific places adjusting. Ja, die Frage ist, wenn ich will ja Jobs für die createn, das ist ja gar kein Problem, ne? So, ich habe jetzt den Herrn Woodcutter hier. Ne, ich möchte ihn jetzt anwählen. So. Follow. Health is good. Also ist toll. Heat, body, arms, equipped, nothing. Der hat super geile Skills. Ach so, ich muss das hier etwa noch... Muss ich ihm noch sagen, was er machen soll? Oder macht er das automatisch? Das verstehe ich nicht. Wild Cotton Plan. Das
ist die Welt an sich. Oh, da läuft ein Dinges rum. Hier, guck mal an. Ein Jock. Curry ist auch ein Jock. Oh, Pause. Ich sehe dich. Hä? Pause. Rancher. Nee, Rancher. So, sie ist ja diejenige, die hier einen auf dicke Hose macht, ne? Und er hier ist der meine. Warum? Ich will Pause. Wie gesagt, ich verstehe halt absolut nicht. Warte mal, remove, cancel Job. Ich cancel mal seinen Job, Junge. Ich würde gerne, lass uns jetzt einfach mal probieren, wenn wir vielleicht Terrain. Mein Wall. So. Mach mal. Ah, okay. Er hat sich da jetzt durchgegraben, alles klar. So, und jetzt müssen hier Terrain. Build, Workshop, Deconstruct, Clean. Architecture, Form, Grow Chops. Okay, wenn ich da jetzt Form, Priority, Suspend, Move to. So. Wenn ich das jetzt dahin mache, geht sie hin und seht da das Zeug. Alles klar. Okay, jetzt habe ich glaube ich langsam gerallt. Hat ja nur eine Viertelstunde gedauert. So. Build. Mechanism. Wood. Sawmill. Carpent Center. Wood Cover. Hm. Müssen wir nicht erstmal irgendwie so ein Häuschen bauen oder so? Leather Worker. Cloth. Loom Tailor. Vielleicht erstmal eine Workbench. So, und zwar, geht die hin? Geht die dahin? Dahin. So. Haut mal die Workbench auch hin, da, nicht? So, was müssen die jetzt? Ach, die sammeln die jetzt quasi das Zeug? Ja, die haben alle Durst, ich weiß. Ein bisschen schneller vor, oder? Sammeln die jetzt automatisch das Zeug, um die Workbench zu bauen? Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, das tun sie nicht. Ein Log und ein Raw Stone. Also das heißt, ich muss jetzt... Wo ist die Macarino? Hier, Miner. Kingdom of Penis. So, pass auf. Wir müssen Steine farmen. Wir brauchen Steine. Da sind doch Steine. Guck mal, hier liegen doch so viele rum. Junge. Warte mal, Mine. Geht das? Terrain? Mein? Ne, Dick? Hole? Stairs? Ramped up? Nein! Wall? Ich will keine Wall removen. Stockpile? Farm? Personal Quarters? Clean floor? Deconstruct? Ich will auch keine Wall removen, ich will eigentlich einfach nur diesen verbumsten Stein da sammeln. Huch! Geht das nicht? Hallo? Remove floor. Remove floor, leaving the section below untouched. Mach mal. Macht keiner, ne? Ihr seid ja scheiße. Was ist denn Stairs up? Warum soll ich denn Treppen nach oben bauen? Ist doch sinnlos. Die Frage ist halt... Ach, diese Steine zählen auch quasi nur als... Okay... Die sind quasi nur Verschönerungen, die kann man gar nicht diggen. Diggen, Alter. Na, oder? Diggen oder was? Hm. Pine Tree. Gnedo Custom. Und diese Steine kann man nicht? Nein, kann man nicht. Das heißt, wir müssten eigentlich ihn nehmen. Wir müssten da ein riesiges, fettes Loch reingraben lassen. Bis er auf Stein stößt, oder nicht? Weitermachen. Hä? Also ganz ehrlich, liebe Freunde, ich weiß ja nicht. Also ich bin gerne bereit, irgendwann nochmal Gnomoria anzuzocken. Aber im Moment
sage ich euch ganz ehrlich, ich raff's einfach nicht. Ich glaube, ich bin einfach... was ist das? Mein Wall. Ja, lasst uns eine Mauer drum bauen. Nee, wie gesagt, also im Moment... Achso, warte mal, mein Dick? Dig a hole. I wanna dig a hole, fatty. Und dann dickt er da auch sein Hole rein, ne? Ja, das ist ja alles ganz schön und ganz gut, aber das bringt halt nichts. Architect, Terrain, Deconstruct. Hier, ich möchte die ganze World deconstructen, bitte. So, hier alles. Nee, wie gesagt, also keine Ahnung, ich rall das Spiel einfach nicht, aber das liegt nicht daran, dass ich das Spiel an sich nicht verstehe. Ich weiß schon, was man eigentlich machen muss. Aber ich verstehe das Gameplay nicht. Die Steuerung ist so komisch irgendwie. Weiß ich nicht, ganz mysteriös. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Gnomoria schon mal gezockt habt. Wenn ja, würde es mich freuen. Ansonsten schaut mal in die Kommentare, falls euch das Game interessiert. Nicht in die Kommentare, in die Beschreibung. Da habe ich es verlinkt, wenn ihr es euch selbst kaufen wollt auf Steam. Ansonsten bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mini-Let's Play wieder. Bis dahin!